heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Kirstin Kaul eingeladen. Sie ist leidenschaftlicher Enneagramm-Junkie und begleitet Menschen dabei, sich selbst und andere besser kennenzulernen und dadurch ein erfüllteres Leben zu leben. Ich bin auf... Jetzt muss ich mir nachdenken, ich hatte nämlich gerade eine Christine im Interview, aber nein, du bist Kirstin. Mond, ich höre auch fast alles, du. Das hatte ich auch noch nie, aber das lassen wir auch drin. Also, Kirstin ist mir empfohlen worden von einem guten Bekannten. Und zwar habe ich jemanden gesucht, die über das Enneagramm sprechen kann. Was das ist, stellen wir heute vor. Und ich halte es für ein sehr, sehr wertvolles Tool, um sich und auch seine Kinder, Partner und alles, was zum Familienleben gehört, besser zu verstehen. Und ich freue mich total, dass wir relativ spontan auch hier zusammengekommen sind. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute in die Enneagramm-Welt mitnimmst. Hallo, liebe Susanne, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ja, guck mal, jetzt habe ich das hier so ein bisschen verstolpert, aber passt schon. Genau, meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau? Also Familie ist so, ich bin mittlerweile 50 Jahre alt und habe 2 erwachsene Kinder, die sind aus dem Haus, also die sind 22 und 24, ich habe 2 Söhne. Ja, ich bin geschieden, so ziemlich in der Mitte des aktuellen Lebens meiner Kinder, bin dann auch in Burnout gelandet, habe sie hauptsächlich alleinerziehend großgezogen, eben auch schon bevor ich im Burnout gelandet bin, auch in der Zeit, wo ich in der Ehe war, war ich sehr viel mit meinen Kindern alleine. Ich liebe meine Kinder, hab jetzt eine ganze Weile im Personalbereich gearbeitet beruflich und jetzt bin ich mittlerweile als Enneagramm-Junkie und als Coach unterwegs. Super. Ja, spannend. Das wollen wir ja alles mal so ein bisschen aufdröseln, denn nachdem ich dich so mal angefragt habe und irgendwie eigentlich mal nachgefragt habe, ob du überhaupt auch Mutter bist, was nicht eine Voraussetzung ist, aber hilfreich ist hier, wenn man in meinem Podcast mit dabei ist, hast du mir ja schon so angedeutet, dass du ja auch gerade in dem Bereich eben mit dem Burnout und so eine spannende Geschichte zu erzählen hast. Wollen wir einfach mal so ein bisschen einsteigen. Wo kommst du wirklich so ursprünglich her? Wie war dein Weg? Wie bist du zu der geworden, die du heute bist? Ursprünglich komme ich daher, dass ich, ich denke mal, man kann sagen, sehr konservativ aufgezogen wurde. Ne? Die Frau hat eher ruhig zu sein, hat sich anzupassen. Und von meinem Enneagramm-Muster bin ich auch jemand, der darauf achtet, immer alles richtig zu machen. Und dementsprechend passt man sich dann auch, oder habe ich mich da auch sehr angepasst. Ich habe, egal ob es jetzt beruflich war oder andere Geschichten, immer geguckt, dass ich alles richtig mache. Dass ich irgendwie nicht irgendwo anecke, dass ich nichts, dass mir niemand vorwerfen kann, dass ich irgendwie was falsch mache und vor allem ich selber auch nicht. Und habe dann meinen Ex-Mann kennengelernt. Und das war so eine Phase, der hat aus mir auch so ein bisschen die Leichtigkeit und dieses Verspielte rausgeholt. Und es war eine total schöne Zeit. Und ich habe dann hinterher gemerkt, also wir haben dann geheiratet, wir haben die 2 Kinder gekriegt und wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt. Ich war 17 Jahre lang mit ihm zusammen. Mhm. Und habe gemerkt, wie ich dann hinterher, also rückblickend kann ich das sagen, jetzt weiß ich das nicht, ich bin halt wirklich wieder in diese alte Rolle zurückgefallen. So hat man sich halt als Ehefrau und Mutter zu verhalten. Ja. Das heißt, ich habe mich freiwillig komplett in diese Mutterrolle reinbegeben, habe auch nicht mehr geguckt, dass ich beruflich mich weiterentwickle und habe wirklich nur geguckt, dass ich mich dem anpasse, was mein Idealbild war. Mhm. Und habe mich darüber dann total verloren. Und das kostet halt unwahrscheinlich Energie, bestimmte Dinge zu unterdrücken. Und da gibt es ganz viel unterdrückte Wut. Und man kriegt, also ich habe das selber aber nicht so richtig mitgekriegt. Ne? Und habe dazu noch ganz viel gearbeitet, ganz viel gemacht. Wir haben dann hinterher eine Kanzlei aufgebaut zusammen, ein Haus renoviert. Und dann, dann bin ich halt, ich bin auch total abgemagert, vor Arbeit. Was war das? Also was ist beruflich dein Hintergrund? Beruflich, ich habe Jura studiert, ich habe aber keinen Abschluss. Also dann war ich schwanger und dann mein Ex-Mann ist halt eben Anwalt. Dann haben wir die Kanzlei aber zu zweit aufgezogen. Ne? Das war Familienunternehmen.
Und ja, dann war dieses Idealbild halt ein Haus gekauft, ne? Und dann wurde das renoviert, dann war ich hauptsächlich verantwortlich für das Renovieren. Das heißt, ich habe mich auch körperlich total überanstrengt. Da kam, also ich da kam so, das, letztendlich ist bei mir wirklich so dieses, ich habe überhaupt nicht auf mich geachtet und nur quasi geguckt, dass ich das Richtige tue und möglichst viel leiste. Ja. Ne? Und irgendwie noch versucht, die Kinder zu versorgen. Und es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, irgendwie passt da was nicht, als ich angefangen habe, so Sport- und Musiktermine von meinen Kindern zu verpassen. Also sonst war ich immer sehr zuverlässig und auf einmal, das war in einer Woche zweimal hintereinander, da habe ich den Fußballtermin von dem einen und den Klaviertermin von dem anderen völlig vergessen, weil ich so viele andere Dinge zu tun hatte. Und das war so rückblickend das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hey, wenn du deine Kinder vergisst, dann ist irgendwas richtig im Argen. Ja. Nur habe ich das damals noch nicht so richtig kapiert, was da richtig abläuft. Also das ist zwar sowas, was ich allen Müttern so echt mitgeben mögen würde. Also wenn so ein Moment aufkommt, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Und wie alt waren deine Kinder da? Plus minus 10, also 8 und 10, glaube ich, würde ich jetzt sagen. Ja, älter auch. Okay, das heißt, da hast du aber schon für dich, hast du gerade gesagt, gemerkt, jetzt stimmt was nicht. Mhm. Wie ging das aber immer, ja, aber ich habe es immer wieder, also ich bin wirklich so extrem gewesen, ich kriege das alles in den Griff. Ja. Ich kriege das in den Griff, mit niemandem drüber reden, das Schlimmste, was man machen kann eigentlich. Ja. Nein, ich habe mit niemandem drüber gesprochen, wenn ich angesprochen wurde, Kirstin, immer, von Freunden eben auch, ne? Meinst du nicht, du musst ein bisschen kürzer treten? Ich bin überzeugt, hey, das hat immer funktioniert, also ich habe noch nie irgendwo aufgegeben, ne? Da ist nur noch Augen zu und durch. Mhm. Ne? Und dann dadurch bin ich dann wirklich im Burnout so weit gelandet, dass ich nicht mehr laufen konnte und ich habe wirklich 1,5 Jahre gebraucht, bis ich wieder halbwegs zu Kräften gekommen bin. Okay. Ja, ich habe angestrengt. Das ist ja mal ordentlich. Also wie geht die, also sorry, weiß nicht, ob ich das so fragen darf, aber wie geht der Weg von ich vergesse 2 Termine zu ich kann nicht mehr laufen? Indem man wirklich alle Signale des Körpers ignoriert, nicht wahrhaben will, dass man schwach ist. Also ich wollte nicht einsehen, dass ich auch mal Hilfe gebrauchen könnte. Ja. Oder alles bloß keine Schwäche zeigen. Okay, und dann ist das irgendwann so ein Zusammenbruch gewesen? Oder? Ja. Ja, okay, das war jetzt so. Das kam dann, also so der richtige Zusammenbruch kam dann plötzlich sozusagen. Ja, genau. Okay, gut. Und dann warst du in Behandlung, nehme ich an, und so? Ja, genau. Ja, also es war so, ich war in ambulanter Behandlung, ich war auch zweimal in der psychosomatischen Klinik, habe ich mich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Okay. Ich gehöre doch nicht in die Klinik, weißt du, es geht gar nicht. Und im Nachhinein ist es waren das die größten Geschenke, die ich in meinem Leben bekommen habe, weil ich eben dadurch, und das ist so der Umschwung in meinem Leben, also ich bin in einer sehr ganzheitlichen Klinik gelandet, die mit buddhistischen Geschichten gearbeitet haben, die ganz viel mit Atmung gearbeitet haben, die aber auch so Dinge am Computer, die wirklich geguckt haben, was ist das, was du brauchst? Und das einzeln zusammengesetzt haben quasi. Und da habe ich auch ganz viele spirituelle Ansätze kennenlernen dürfen. Und das war für mich so dieser Umschwung, also wieder an bestimmte Erlebnisse, die ich in der Kindheit hatte, wieder anzuknüpfen, die ich zwischendurch total verdrängt hatte. Es war für mich, also das ist, ich sag auch heute noch, Burnout ist eins meiner größten Geschenke, das ich bekommen habe. Das war zwar heftig, ich brauche das nicht nochmal, bitte, bitte. Und gleichzeitig ist es das, was mich wirklich zu dem Menschen gemacht hat, zu dem ich zumindest glaube, hier zu sein. Also ich komme dem immer näher, da bin immer näher gekommen, dem, ne, wie ich jetzt bin. Und fühle mich in meiner Haut auch weitaus wohler, als ich mich früher wohl gefühlt habe. Das freut mich. Das soll ich jetzt auch mal kurz sagen, das ist schön. Ich liebe solche Geschichten, wenn man das dann so noch für sich auch drehen kann und verstehen kann und daraus so viel Gutes dann entsteht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch gerade so wertvoll für meine Hörerinnen, weil ich glaube, es sind viele in so einer, also jetzt noch nicht so ganz kurz davor, aber so einer Phase, also zumindest die Klientinnen, die zu mir kommen, sind euch eben auch so oft so kurz vor einem
Burnout und sagt, jetzt guck mal irgendwie hin, ne, und find mal wieder zu dir. Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, das hat dich wieder erinnert an Ereignisse oder Erlebnisse aus deiner Kindheit. Was können wir uns darunter vorstellen? Ach so, ja, es war einfach, ich war als Kind schon sehr angebunden, sage ich mal so, an dieses große Ganze. Ne? Also ich habe so ein Erlebnis gehabt, ich weiß nicht, ob das jetzt so weit ausdrückt, ich habe so ein Erlebnis gehabt, wo mir auf einmal ganz klar wurde, ich bin nicht dieser Körper. Und mir hat das aber als Kind mehr Angst gemacht, weil ich dachte, oh Mist, die anderen sind alle ihr Körper, die kennen das alle nicht. Und das war auch eins, also, ne, so, das war so, ich habe da drauf geguckt, ich weiß das noch wie heute, ich weiß nicht, ob du noch Captain Future kennst. Ja. Also diese Zeit, weißt du. Und das war für mich war das so, vielleicht bin ich ja irgendwie ein Außerirdischer und die haben mich hier nur in diesen Körper reinge. Also das war so, das war, ich habe da so meine kindlichen Geschichten drumherum gebaut und habe ganz viel Angst gehabt, dass das auffliegt, dass ich nicht normal bin. Und ne, da hat sich dieses Anpassungsding auch, ja, auch gebildet. Und im Nachhinein weiß ich, dass eben, dass das sehr viele Parallelen zu dem hat, was wir eben halt als Erwachsene wieder viel bewusster erleben, ne, wenn wir quasi in Verbindung gehen. Mhm. Ja, spannend. Und hast du durch diese deine Genesungsgeschichte sozusagen, hast du gerade gesagt, hast du auch wieder zur Spiritualität und dieser Anbindung gefunden. Magst du das mal noch so ein bisschen erzählen, wie da dein Weg war? Puh. Ja, sorry, aber es ist so, nee, alles gut. Es ist so, was eben genau auch so mein Anliegen ist, zu sagen, hey, wenn du da hinfindest, ja, ist ja so, immer so spirituell gerne, so ein bisschen, aber so pragmatisch halt. Und ne, weil ich es einfach so wichtig finde und ich glaube, das ist so, da liegt unsere große Chance darin. Irgendwie. Oh ja, oh ja. Also da muss ich dann mit zwei Dingen ankommen. Das eine ist wieder eine ziemlich dramatische Geschichte, deswegen schlug ich gerade. Okay. Aber sie ist vorbei, ich bin noch hier. Und das andere ist dann, das Heftigste, was für mich war, ich war dann, nachdem ich ganz zusammengeklappt bin, bin ich im Krankenhaus gelandet und bin dann da mit einem, ich habe das Gefühl, ich habe wie so eine Explosion in meinem Kopf gehabt und bin dann zusammengeklappt im Badezimmer. Und ich wusste nicht mehr, wo oben und wo unten ist, lag nur noch da und von außen kamen die Leute und ich habe auch mit denen gesprochen und mein Körper hat irgendwie gemacht, was er wollte. Und in dem Moment habe ich aber gemerkt, hey, es gibt einen Ort in mir, der ist total ruhig. Und also es war so, ich habe in dem Moment gemerkt, mein Körper tickt da gerade. Weißt du, mein Körper macht da irgendwie ganz verrückte Sachen. Ich bin orientierungslos. Das heißt, ich habe meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Und trotzdem bin ich noch da. Das war so, ich kann das, ist ganz schwer zu beschreiben, ne? Einfach so dieses Merken, ich bin sicher und ich bin aufgehoben, obwohl da gerade um mich rum quasi die Hölle los ist, weißt du? Und mit meinem Körper auch noch. Das war so ein zentrales Ding und seitdem habe ich das nicht mehr wirklich verloren, dieses Bezug dazu. Und ganz zentral war für mich auch noch ein Moment, ich habe mich trotzdem noch, ich war immer noch in diesem Kontrollzwang drin, so wir haben da so Stuhlkreise gemacht und so, und dann sollte man seine Augen zumachen bei der Meditation. Nicht ich. Okay. Ich muss das schließlich kontrollieren, was da außenrum los ist. Ach krass. Und irgendwann habe ich mich jetzt immer mal dann auch doch mal getraut und dann war eine ganz, ganz einfache Sache, die ich auch heute ganz oft weitergebe. Werd dir einfach bewusst, du kannst deinen Körper wahrnehmen. Das heißt, du bist nicht dein Körper. Du kannst deine Gefühle wahrnehmen. Das heißt, wenn du die wahrnehmen kannst und drauf gucken kannst, bist du nicht deine Gefühle. Und das gleiche Spiel mit den Gedanken. Wenn ich drauf gucken kann, wenn ich merken kann, da denkt was, dann kann ich nicht meine Gedanken sein. Und diese Geschichten, die haben, also das war dann das, was es hinterher dann total rund gemacht hat für mich, dieses eine Mal sich darüber bewusst werden und da auch das dann irgendwie so richtig mitzukriegen, weißt du, dass ich mich nicht mit Körpergefühlen und Gedanken identifizieren muss. Ich gehe nicht, also so, das ist ein
Ja, wenn man das Gefühl einmal gehabt hat, dann weiß man, wovon ich jetzt spreche. Jetzt hört sich ziemlich verwirrt wahrscheinlich an. Nee, gar nicht. Alles gut. Also ich verstehe es. Die da draußen werden es schon auch irgendwann. Oder vielleicht auch jetzt direkt irgendwie. Man kann es wirklich ausprobieren. Also wenn man sich traut, das mal auszuprobieren, das macht ganz viel. Und es, ja, muss nicht kompliziert sein. Nee, ich finde es gerade total faszinierend, dass du das mir erzählst, weil ich schon seit längerer Zeit ein großer Fan von Kurt Tepperwein bin. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und gerade er mich wieder sehr intensiv begleitet und das ist ja genau sein Grundtenor. Also in jedem Interview erzählt er ja genau das. Nimm das mal wahr, dass du nicht dein Körper bist, nicht deine Gedanken, nicht deine Gefühle, sondern ne, und wer bist du dann? Ne? Oder was ist das eigentlich, was wir sind, wenn wir nicht das sind? Und das ist hier irgendwie unsere Inkarnation und wir sind aber das Bewusstsein. Er sagt ja immer so dieses Bewusstsein, was das eben irgendwie beeinflussen kann, so, ne? Und das finde ich halt wirklich, also das ist so ein, ja, und dass du das so erfahren konntest, es ist einfach so eine große Nummer, wenn, und eigentlich ist es so klein. Weil ja, das so eben. Einfach, ich habe es gestern Abend mit meiner Mama gemacht. Die war oh, schön! Und dann habe ich gesagt, so setze ich mal hier hin und ne, schließ mal die Augen und schau dich mal, also man kann ja auch so sich selbst in seinem Körper anschauen, sozusagen, ne? Wenn man von außen sich irgendwie, ne, guck mal, wie du da gerade sitzt und so, gut, kannst du sehen, ja, ja. Die hatte nämlich gestern Geburtstag, die ist gestern 87 geworden. Oh, wow. Ja, doch sowas irgendwie findet sie auch immer total spannend. Also vielen Dank, dass du das mit uns gerade geteilt hast, sehr, sehr wertvoll und für mich gerade auch so ein Thema, an dem ich gerade auch wieder so experimentiere. Ja, sehr gerne, weil also jeden Anschluss, ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste, was wir, wenn wir sowas erfahren, in der heutigen Zeit überhaupt weitergeben können, weil wenn nicht das, was brauchen wir denn in der Welt noch? Ja. Was hast du denn daraus dann so für dich verstanden und gelernt aus dieser Erfahrung? Dass ich, wenn ich mich wenn ich mich verletzlich zeige, dass ich nicht davon sterbe. Also was vorher war das wirklich so dieses, ne, also ich muss stark sein und wenn ich so, das war immer so unbewusst, dieses Ding, wenn ich mich verletzlich zeige, dann bin ich angreifbar. Mhm. Ne, und hilft, dass es gut ist, Hilfe anzunehmen. Also im Nachhinein verstehe ich zum Beispiel, mich haben ja oft Menschen damals gefragt, Kirstin, kann ich dir nicht mit irgendwas helfen? Und ich auf meinem hohen Ross dann so, weißt du, nee, ich brauche deine Hilfe nicht, kann ich alles. Also ich war schon von Kind an war ich schon so, ne? Ich wollte immer alles alleine machen. Aber dass ich in solchen Momenten quasi ein Beziehungsangebot von außen ausschlage, ja, dass ich durch mein Abwehren von Hilfe, es geht ja nicht darum, sich sofort abhängig zu machen, aber das war mein Gefühl, wenn ich Hilfe annehme, mache ich mich abhängig und das wollte ich nicht. Aber dieses Ding, wenn Menschen mir helfen wollen, die meinen das gut mit mir, die wollen mir damit nicht, sie wollen mich damit nicht beeinflussen, nicht manipulieren, sondern die wollen mir wirklich helfen. Und wenn ich denen ständig sage, nee, ich kann das alleine, dass ich dann überhaupt nicht wirklich in eine Beziehung gehe und auch keine Nähe zulasse. Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich hingucke, bis auf wenige Ausnahmen, ich meine, ich war 17 Jahre lang verheiratet, da lässt man schon eine andere Nähe zu, Gott sei Dank. Aber ansonsten war ich damals niemand, der eine echte Nähe zulassen konnte. Und das hat sich total geändert. Das ist wirklich so ein, manchmal erfordert es immer noch ganz viel Mut. Und ich weiß aber, dass das hinterher für alle ein Riesen, also es ist ein Riesengeschenk ist, wenn man in echte Verbindung und in echte Nähe geht. Ja. Und sich eben auch mit denen mit seinen Schwächen zeigt. Schön. Sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Echt toll. Auch dieses Thema, das fand ich gerade ganz schön, dass du das so dargestellt hast, dieses Hilfe annehmen. Ja, was so schwer und das ist, na, ich glaube, das ist für viele ja irgendwie auch ein großes Thema. Was da eigentlich für ein Geschenk drin liegt, wie du es gerade so schön geschildert hast, wenn man sich darauf einlässt irgendwie, ne? Das ist das, was wir wirklich uns ja immer wieder sagen dürfen und verstehen dürfen, weil es so viel einfacher ist, wenn wir das tun. Ja, und auch von der anderen Seite zu sehen, wenn man sich mal vorstellt, also ich habe anderen total gerne geholfen. Ja. Aber ja. Ne, weißt du, jetzt mal von der anderen Seite zu sehen, wenn ich jemandem Hilfe anbiete und der schlägt mir das ständig aus. Ja.
Denkt man ja auch so, super, dann frage ich halt nicht mehr. Genau. Und man fühlt sich auch wirklich abgestellt. Also, ne, das ist eben, und genau das ist ja das Spielchen, was man selber macht, wenn man keine Hilfe nimmt. Und auch umgekehrt, ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Annehmen gemacht, da habe ich, glaube ich, auch darüber gesprochen. Es ist ja auch so, wie du gerade gesagt hast, ich helfe ja anderen total gerne. Ja? Es macht einem ja Freude, wenn man anderen helfen darf. Genau. Oder? Und das verwehrt man dem anderen ja auch, das ist doch voll gemein. Ja, genau das, ja. Ja. So, ne? Ja, denkst nicht mehr nach, ne? Das ist halt der Punkt. Gut, so, zurück zu deiner Geschichte. Du hast also dann 1,5 Jahre, hast du, glaube ich, gesagt, gebraucht, um dich da wieder richtig zu erholen. Ja. Und jetzt kriegen wir mal so langsam vielleicht die Kurve. Wann kam denn dieses besagte Enneagramm in dein Leben? Das kam zuerst, also genau in der Zeit nach dem ersten Klinikaufenthalt, wo ich mich dann eben überhaupt erstmal interessiert habe und Bücher gelesen habe. Ne? Das war wirklich, ich bin immer schon ein riesen Bücherleser gewesen. Und da, also ist mein erster Zugang zu fast allen Dingen über Büchern gewesen. Und da ist mir so ein Enneagrammbuch in die Hände gefallen. Habe mich am Anfang einem ganz anderen Typen zugeordnet, was aber auch nicht schlimm war, da habe ich auch ganz viel draus gelernt. Ach, spannend. Und dann war ich 13, 14 in meiner ersten Coaching-Ausbildung und da haben wir das dann vor Ort auch behandelt. Und da, das war dann ganz spannend, dass eben, weil wir, da waren wir ganz viele und da hat man die einzelnen Typen eben auch noch wirklich gesehen und erlebt und das war dann wirklich so mit Anfassen und allem drum und dran und Übungen und so. Und da habe ich das dann eben noch mal tiefer kennengelernt und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Das klingt sehr spannend. Jetzt haben wir schon häufiger gehört, was von Typen und so, denen man sich irgendwie zuordnet. Das heißt, jetzt steigen wir mal ein in dieses große, wundervolle Thema. Was ist denn das Enneagramm überhaupt? Kannst du das irgendwie mal beschreiben? Ja, also das Enneagramm ist ein wirklich altes Modell, das kommt irgendwo von den Mystikern, man findet aber auch ein paar Quellen im Christentum. Es gibt in der Kabbala ganz viele Parallelen. Ne? Also es ist so ein ganz, ganz altes mystisches Ding. Das ist ein Symbol, das aus einem Kreis besteht. Im Video kann man es hinter mir sehen, im Podcast nicht. Da kann man sich quasi so den Kreis vorstellen. Und auf dem Kreis sind 9 Ziffern. Und da ist ein Dreieck drin und so ein ziemlich verwurschteltes Sechseck noch dazu. Also das ist so, das sieht auch ein bisschen mystisch aus, wenn man sich's anschaut. Ein bisschen wie so ein Stern in einem Kreis. Mhm. Beschreibt 9 verschiedene Typen. Also es ist damals in der Mystik, da ging es halt mehr wirklich um diese spirituelle Seite. Sie ist aber in den letzten Jahrzehnten, ist das Enneagramm eben auch auf psychologischer Ebene weiterentwickelt worden, sodass man es richtig gut auch für Beziehungsarbeit zum Beispiel einsetzen kann. Mhm. Und eben auch 9 verschiedene Persönlichkeiten da quasi herausarbeiten kann, mhm, die mit Ziffern bezeichnet werden, was uns gibt dann auch immer Namen dazu. Und genau, es hilft ungemein, und das ist halt für deine Mamas sicherlich interessant, wenn es um Beziehungen jeglicher Art geht. Ja. Genau. Und es hat auch diesen spirituellen Anteil, den man im zweiten Schritt dann hinterhergehen kann, wenn man einmal diese psychologische Seite so ein bisschen gekriegt hat. Mhm. Okay. Können wir das irgendwie kurz mal so anreißen, diese Typen? Ich weiß nicht, ob einzelne mal oder ob du zu allen mal ganz kurz was sagen kannst, dass man sich so mal eine Vorstellung davon macht, worum es da so geht. Mhm. Also ich glaube, der einfachste Zugang ist wirklich mal zu gucken, also jeder Typ, ich nenne es immer, im Enneagramm heißt es Leidenschaften, ich nenne es immer, man kann sich das vorstellen wie so eine Sucht, also quasi so einen bestimmten Zustand, den jeder Typ, jeder hat einen eigenen, vor allem in Beziehungen und im Leben immer wieder begegnet. Mhm. Und da könnte man die Ziffern, die Nummern einmal durchgehen. Mhm. Also wir haben, einmal haben wir die 1, das wird auch der Perfektionist oder der Reformer oder der Lehrer genannt. Das sind so die Menschen teilweise, ich weiß, die wissen immer alles besser. Okay, du grinst so, als ob man daraus schließen darf, dass du dich da gerade selber... Genau, also das ist so das, die immer alles besser wissen und die sich ständig bemühen, immer alles richtig zu machen. Mhm. Und die auch im Außen immer sehen, was falsch ist. Der erste Fokus ist immer auf dem, was nicht gut läuft.
Und es ist dann immer so dieses, du hörst dann, und das ist diese Beziehungsgeschichte von anderen Menschen häufig, dir kann man das nie recht machen. Mhm. Ja? Okay. Und das ist so, das ist so das, was einem da oft passiert und was diesen Menschen halt im Leben fehlt, ist so die Leichtigkeit und was Verspieltes. Mhm. Ne? Wollen diese Menschen, wenn sie gerade fett in ihrem Muster verfangen sind, überhaupt nicht hören? Ja. Aber es gibt eben auch diese verspielte Seite. Das heißt, wenn diese Menschen entspannt sind, dann gibt es was total, also das, ne, dann macht es sogar Spaß, mit denen zusammen zu sein. Okay. Dann haben wir die Nummer 2, das sind so die Helfer. Na, also die sind so, die, wenn sie in den Raum kommen, der erste Blick ist, wer ist hilfsbedürftig? Und die haben schon von dir gemerkt, dass du Hilfe brauchst, bevor du es selbst mitkriegst. Also die haben ihren Fokus so auf den anderen Menschen und leben aber auch, also sie wollen aber auch so ein Dankeschön haben, wenn sie helfen. Mhm. Na, also das ist so... Und sie selbst würden aber auch nie sagen, dass sie Hilfe brauchen. Aha. Oder dass sie irgendwas haben wollen, beschweren sich aber hinterher, dass sie es nicht kriegen. Ja, das ist so ein Wechselspielchen. Und da geht es ganz viel darum, dass die sich, sie helfen anderen, um sich selbst liebenswert zu fühlen, angenommen, also um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das kann manchmal schwierig sein, wenn die dann mal jemanden haben, der sich nicht helfen lässt. Ne? Ja. Und da ist es, für die ist es eben dran, mal hinzugucken, wo sind meine eigenen Bedürfnisse und wo mache ich vielleicht meinen Mund gar nicht auf, obwohl ich gerne etwas hätte, beschwere mich aber hinterher, ne, dass ich das nicht, ich kriege ja nie was ab, so, weißt du? Ja, ja. Dann haben wir die 3, das sind so die Dynamiker, das sind so die Erfolgsmenschen, ne, die immer, also die, wo es dann viel darum geht, nach außen hin. Es hat viel mit Wettkampf zu tun, ne? Also besser zu sein als andere und vor allem besser dazustehen als andere. Die haben ganz, ganz viel Energie, mhm. die setzen sie sehr effizient ein. Okay. Ne? Und vergessen, und die kriegen wir von sich selber nicht so richtig mit. Wer sie wirklich selber sind, weil sie den anderen immer zeigen, wie toll, das ist wie so ein Image, was vorgeschoben wird, ne? Also wie toll, guck mal, ich bin so toll und ich kriege das viel besser als andere hin. Und die haben ganz oft wenig Zeit für ihre Familie. Ja. Nein, ist aber total gut. Das ist ein Inner, aber sie haben immer das Gefühl, ich muss ja etwas tun und ich muss ja etwas darstellen, um wer zu sein. Und das ist aber ihre Art, für die Familie das Beste zu tun. Ne? Okay. Darf man nie vergessen. Also all diese Muster, das ist nie bös gemeint, sondern das ist einfach, das ist so angeboren quasi. Ja. Dann haben wir die 4, das sind die sogenannten Künstler. Man sagt auch ganz böse zu mal Drama Queen, das sind so die Menschen, die ganz besonders sein wollen. Wo ganz, ganz wichtig ist, dass sie nicht vergleichbar sind mit anderen. Okay. Und die verlieren sich ganz häufig in ihren Gefühlen. So, also es sind so dieses, sind auch oft launisch, haben aber das Gefühl, wenn sie vergleichbar sind mit anderen Menschen, dass sie nichts wert sind. Okay. Ja, und da ist halt, da sind oft dieses, die haben Gefühlswandlung von ganz, ganz hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, ne? Immer hin und her. Und das kann für das Umfeld manchmal echt anstrengend sein. Für sie selber auch. So ist es ja nicht. Und die, bei denen steht halt einfach an zu gucken, ein bisschen nüchterner hinzugucken und zu merken, hey, dieses Gefühlsauf und Ab, was ich mir da mache, ne? Das ist quasi wie so eine Sucht. Mhm. Und ich brauche das gar nicht, um wertvoll zu sein, ne? So dieses mich abgrenzen und in diese Gefühle reinzutauchen. Ja, das ist ja wahrscheinlich bei allen Typen so, dass es so dieses, was hast du ja am Anfang gesagt, irgendwie so, dass es um diese Sucht geht, die letztendlich sich in irgendeiner Form darzustellen. Und genau, genau. Und ja, bei der 4er ist die Sucht, man sagt Neid im Enneagramm, es ist es ist so, die 4er haben ja immer so eine Sehnsucht nach etwas, was sie nicht kriegen können. Ja. Ja, so, das ist so die Sucht bei den 4ern. Okay.
Die Fünfer sind die, die sich ganz, ganz viel zurückziehen. Also die Fünfer denken ganz vieles. Ne? Also es, ganz scherzhaft kann man sagen, quasi, wenn die Babys auf die Welt kommen und schon die Nickelbrille direkt aus dem Bauch quasi aufhaben. Das so, ne? Also die, so die Hardcore-Fünfer wären das jetzt, aber so um eine Idee zu kriegen. Und das sind die, die ganz, 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 ganz schwer haben, Gefühle zu zeigen, ihre eigenen Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Und die aber auch die und die Angst haben sogar vor ihren eigenen Gefühlen und die auch das Gefühl, also die haben das, sie haben von sich das Gefühl, sie haben ganz wenig Energie, und sobald sie viel mit Menschen in Kontakt gehen, werden sie quasi ausgesaugt, ne? Also sie brauchen ganz, ganz, ganz viel Rückzug. Ah. Teilen sich auch ganz wenig mit, es sei denn, sie erzählen dir irgendein Spezialwissen. Ja. Und da also sagt so man, typische gelehrte Professoren habe ich da jetzt gerade irgendwie so vor Augen irgendwie. Hm. Ja, genau, genau. Ah, spannend, okay. Und da ist die Sucht, dieser Geiz, weil sie Angst haben, sie haben nicht genug Energie, geben sie auch ganz wenig von ihnen, von sich selbst nach außen hin preis. Ja. Was eben in Beziehungen dann wieder schwierig ist. Ne? Wie willst du, wenn sich jemand ständig zurückzieht, wie willst du in Kontakt mit demjenigen sein? Ja. Dann haben wir die Sechser, das sind die, die sogenannten loyalen Skeptiker. Und die zweifeln ganz viel. Also es ist so dieses, wenn ich eine Entscheidung zu fällen habe und dann habe ich mich jetzt entschieden und dann merke ich hinterher, naja, vielleicht soll ich es mir doch nochmal überlegen. Ich habe ja das und das noch nicht mit rein. Und vielleicht habe ich ja jetzt doch nicht richtig gewichtet, und dann springt man so hin und her, und das ist so im Kopf, ne, dass man so hin und her springt. Und auch ständig hinterfragt, kann ich meinem Gegenüber vertrauen? Ne, kann ich dir jetzt wirklich vertrauen, wenn du das und das sagst? Oder kann ich dir jetzt wirklich vertrauen, dass du mich liebst? Kann ich dir jetzt vertrauen, dass du bei mir bleibst? So ist ganz viel Sicherheitsdenken in der Sechs drin. Aha, spannend, okay. Und da ist und da ist eben die Sucht, ist dieses Zweifeln. Also die Sechser sind ständig in ihrem Kopf unterwegs und zweifeln und brauchen noch ganz häufig so eine Bestätigung von außen, dass sie sicher sind. So dieses Ding, was für Beziehungen halt eher wichtig sein könnte. Und testen Partner und Autoritäten auch immer wieder mal aus oder sind auch misstrauisch. Ne? Das sind so die misstrauischsten noch unter Enneagramm-Typen. Aber nee, Misstrauen resoniert jetzt wieder nicht so sehr. Sicherheit, ja. Misstrauen, nein. Spannend, aber da kommen wir gleich nochmal dazu, wie man das rausfinden kann. Ja, genau, jetzt war die 6, dann kommt die 7. Dann haben wir der 7, genau. Die 7, das sind so die, ich sag mal, die Peter Pans unter den Enneagramm-Typen. Die 7 sind die charmantesten von allen, die oft, also Suche nach der Freude, immer optimistisch und haben immer neue Ideen. Also das sind Menschen, wenn du mit denen freundschaftlich unterwegs bist und nicht unbedingt Wert drauf legst, dass sie ständig pünktlich sind und dass sie nicht vielleicht auch mal irgendwas absagen, weil sie dann irgendwie doch was Besseres gefunden haben oder so. Mhm. Wenn sie dann da sind, dann macht es meistens total Spaß mit denen. Mhm. Die haben aber im Beziehungskontext wieder diese Schwierigkeiten, weil sie eben, sie vermeiden schmerzhafte Gefühle. Mhm. Ne? Das heißt, sie wollen immer in der Freude bleiben, und dann passiert ja, sobald du in Beziehung bist, musst du ja auch mal unangenehme Themen nicht nur besprechen, sondern auch mal dadurch. Ne? Und von voll vorkommen. Ja, genau. Und das ist halt eben schwierig für die 7, das ist mit der 7 in Beziehung auch schwierig. Es gibt genügend 7, die in einer Beziehung sind. Ne? Also es ist nicht, dass es, also sage ich vielleicht direkt dazu, was wir hier machen, ist erstmal ganz extreme, mal kurz mal eben so ein kleines Licht drauf haben. Es gibt ganz, ganz viele Untertypen auch noch davon. Genau, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen, da habe ich auch noch ein paar Fragen dazu. Bleiben wir erstmal bei den Typenbeschreibungen und dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer. Ja. Und da ist eben die Schwierigkeit bei der 7, so, die 7 möchte als glücklicher Mensch dastehen. Also die 7 findet sich okay, wenn sie glücklich ist. Mhm. Und im Außen möchten Menschen aber auch mal gerne ein paar tiefere Themen besprechen oder möchten, dass sie zuverlässig sind in bestimmten Bereichen. Ne? Und das wird dann, das ist so das Spannungsfeld bei der 7 in Beziehung. Okay. Die 8 ist, kann man sagen, der Boss, das ist so der Anführer. Das sind so die Menschen, wenn ein Mensch in den Raum kommt und du spürst diese körperliche Anwesenheit und weißt, buff, der ist jetzt da. Mhm.
Die Acht möchte ihr Umfeld kontrollieren, weil, und sie weiß, sie kann das. Ja. Ne? Also da ist so, die Acht fühlt sich dann wohl, wenn sie stark ist und wenn sie gerecht ist. Ne? Das ist so ihr Gefühl zu der ganzen Geschichte. Da ist, und für andere Menschen kommt es teilweise wütend rüber. Oh. Es ist der Acht aber gar nicht, es ist der Acht aber überhaupt nicht bewusst, dass sie wütend ist. Ne? Und andere, also in Beziehung ist da wieder diese Schwierigkeit. Es gibt Menschen, die fühlen sich da total aufgehoben. Ne? Es gibt ja die, die suchen den Halt von der Acht und dann ist das auch sehr ausgeglichen alles. Ne? Wenn aber jemand dann anfängt, so quasi so ein bisschen seinen eigenen Kopf zu entwickeln, dann wird es halt schwierig. Ne? Also dann gehen, weil die Acht sehr dominant ist, wenn jetzt jemand anders dann auch noch sagt, hey, ich will aber auch mal so meine Meinung haben dürfen, dann kann es da halt eben schwierig werden. Ne? Mhm. Acht hatten, also alle Achter, und sie wissen das teilweise selber nicht, haben einen total zarten, weichen Kern. Oh. Ja. Ja, genau, das ist das. Aber sie haben selbst so eine Angst davor, diesen weichen Kern zu entdecken, dass sie das selbst vor sich selber schützen. Okay. Und das ist so der Weg der Acht, weil eben durch dieses ständig Dominante, da kommen wir wieder dahin, da ist auch so eine wirkliche Nähe, eine wirkliche Beziehung nicht nötig. Es ist toll, weil man beschützt wird von der Acht. Das Beste, was einem passieren kann. Also es ist wirklich der beste Beschützer der Welt. Aber so dieses wirklich sich nahe kommen und eben auf einer zarten Gefühlsebene eine Beziehung aufbauen, ist eine Herausforderung für die Acht. Okay. Ja. Zu guter Letzt haben wir dann die Neun. Das ist so der Friedensbringer oder die Neun möchte es total gerne harmonisch. Mhm. So harmonisch und kuschelig und immer Friede, ne? Und nie streiten und hat deswegen selbst überhaupt keine eigene Meinung. Ach. Also ich sage immer, die Neun ist ein bisschen der Prototyp. Also wenn ich meine Kurse mache, fange ich auch mit der Neun an, weil wir uns alle ganz gut damit identifizieren können. Die Neun, also andere Muster kriegen mit, wenn sie eine Meinung haben, halten sie dann aber eventuell zurück, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Neun kriegt ihre, die Neun hat sich selbst so vergessen oder gelernt, sich so zu vergessen, dass sie nicht mal mitkriegt, dass sie eine eigene Meinung hat. Okay. Und das ist halt eben, also wenn man so ein bisschen an die Schulzeit sich zurückerinnert, sind die Neuner die man schnell vergisst. Mhm. Sind immer so mitgelaufen, haben aber keine Ecken und Kanten, an die du dich erinnern kannst. Also so die grauen Mäuschen, die halt irgendwie... Mhm. Nicht, also nicht graue Mäuschen gibt es auch bei den Sicherheitssuchern, bei den Sechs, ne? Aber hier grauen, also die haben ganz viel aus, die gleichen viel aus in Klicken, ja. Und so, ne? Sind okay. So die Vermittler auch. Ja. Die sind schon da, aber dadurch, dass die keine Ecken und Kanten haben und nie von selbst mal auf irgendeine dumme Idee gekommen sind oder so, erinnerst du dich nicht mehr an die. Mhm. Das ist so das Ding. Und in der Beziehung ist es erstmal total klasse, die machen alles, was du willst. Ja. Die passen sich dir an und so, werden aber, also die haben so eine passive Aggressivität. Das heißt, irgendwann kommst du in den Raum und du spürst, wenn du nicht die Neuen bist, du wirst wütend. Ah. Das ist dieses, was von der Neuen dann ausgeht, die es selber nicht mitkriegt. Und dann bist du aber diejenige, die hinter quasi ihre Wut ausagiert. Ne? Okay. Und irgendwann ist es halt schwierig, wenn jemand nie eine eigene Meinung hat. Ne? Ja. So. Und möchte immer mit dir einfach nur in Harmonie verschmelzen. Aber es ist, weißt du, da ist so, und das ist dann manchmal ganz, ganz schön schwierig, wenn es um Beziehungen geht. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich, glaube ich, gerne erstmal noch darüber sprechen, was das jetzt bedeutet, wenn man diese Typen hat und dann nochmal, wie man es rausfindet, weil, ne, also ich weiß es für mich immer noch nicht, auch wenn ich mich, das kann ich auch mal kurz erzählen, da habe ich eben im Vorgespräch schon erzählt, dem Thema schon vor vielen, vielen Jahren mal, nämlich durch meine Mama zum Beispiel irgendwie mal gewidmet habe, bin damals aber auch nicht so richtig weitergekommen, weil ich mich nicht einschätzen kann. Ich glaube, ich bin die nie eine Meinung hat. Zumindest, wenn es darum geht, meinen Typen festzulegen. Und aber es begegnet mir immer wieder und deswegen habe ich ja halt gedacht, jetzt frage ich mal eine Expertin hier, wie das so geht. Das mache ich ja in letzter Zeit gerne im Interview. Genau. Und insofern würde mich jetzt nochmal interessieren, so
wenn es so eine Typenbeschreibung ist. Ich bin ja inzwischen persönlich, ehrlich gesagt, nicht mehr so ein Fan von so Typenbeschreibungen, weil ich immer denke, das ist dann auch so, ne, dann kriegst du irgendwie so eine Beschreibung und dann sagst du, ja, so bin ich. Und dann bist du irgendwie so, weil es ist ja, was du glaubst. Und wenn du glaubst, du bist so, dann fängst du halt gar nicht erst an, irgendwie so dich zu verändern. Aber du hast ein paar Mal gesagt, das ist ja der Weg oder so ähnlich hast du es formuliert. Sprich, dieses Modell ist ja nicht nur eine Typenbeschreibung, sondern es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Entwicklungsmodell, richtig? Ja, ja. Ah. Langer Rede, kurzer Sinn. Ja, und also sonst, also wenn ich... Also Typenmodelle, ich meine, es ist ganz hilfreich, es gibt ja Myers-Briggs und DISC und so, die einem wirklich weiterhelfen können. Aber was mich eben am Enneagramm so fasziniert, ist eben, dass es ein Weg ist. Und das Faszinierende ist, man merkt hinterher immer, man ist von einem Muster wirklich beherrscht, bringt aber durch das Muster auch bestimmte Qualitäten in die Welt rein und es gibt immer einen Entwicklungsweg. Also diese Linien in diesem Muster, in diesem Symbol beschreiben einen Entwicklungsweg und es kommt natürlich auch darauf an, auf welcher Entwicklungsstufe man überhaupt vom Alter her ist und von der Gesellschaft her ist und so. Da gibt es auch immer noch unterschiedliche Art und Weisen, eben auf die Welt zu gucken. Durch quasi, jedes Enneagrammmuster ist quasi wie so ein Filter, wie so eine Brille, die man auftut. Ich hätte die Einser- oder Zweierbrille auf und gucke auf die Welt. Ich entwickle mich aber weiter und die Brille bleibt nur sehr ähnlich. Ne? Ja. Und ich kann halt zum Beispiel jetzt bei mir, also ich mit meinem Einsammuster, ich sehe als allererstes, ich kann da nichts gegen machen. Das kann man auch nicht lernen, wenn ich in einen Raum reinkomme. Es ist alles picobello und hinten in der Ecke ist irgendwo was, was ich einen Knoten schief. Mein erstes Ding, was ich sehe, ist das. Jetzt kann ich hergehen, in meinem Muster bleiben und sagen, Mann, können die das nicht mal ordentlich machen? Oder ich kann sagen, aha, Kissi, guck mal, da ist dein Muster wieder angesprungen. Interessant, was du als erstes siehst. Jetzt leg aber mal deinen Blick auf die restlichen 99,99999% in diesem Raum, die total schön sind. Und dann guck noch mal drauf, dass du als Mensch so geschaffen wurdest, dass du das erkennen kannst. Okay, ja. Ja, es ist immer, wie man es dann umsetzt. Ne? Ja, also das, ja, okay. das, und da ist halt ein riesen Entwicklungsweg möglich. Und auch eben in einem nächsten Schritt zu merken, ich bin nicht mein Muster. Also es ist so dieses, ich finde es ganz, ganz wichtig zu sehen, das Muster ist ein Teil von mir. Das macht meinen Blick auf die Welt schon ein Stück weit aus. Doch wenn ich mit meinem Muster, also wenn ich mich mit dem Muster identifiziere, bin ich ja gezwungen, dem Muster zu folgen. Und das bin ich nicht. Ich habe die Wahl. Ich habe immer die Wahl zu entscheiden, wenn ich es denn merke, dass ich einen anderen Weg habe. Ja, spannend. Also das finde ich gerade richtig super, diese Erklärung mit, dass du quasi wie durch eine Brille dann irgendwie halt auf die Welt schaust mit einem bestimmten Muster, wo du aber ja sozusagen dann auch entscheiden kannst, ne, wie dicht setze ich die Brille auf oder nehme ich sie runter oder wie auch immer so, aber ich darf es halt wahrnehmen. Zwei Nachfragen noch kurz. Man ist aber immer das ganze Leben lang ein Typ. Also dieser Entwicklungsweg heißt nicht, ich entwickle mich von der 1 zur 5 und zur 9, und irgendwie so, und da gibt es einen bestimmten Weg, sondern ich bin mit einem Muster sozusagen geboren, richtig? Fast. Ah, okay. Wir haben alle neun Muster in uns. Ja. Es gibt aber ein Muster, das dich dein Leben lang begleitet und als Hauptmuster bestimmt. Also es ist das, in das du als allererstes reinrutschst. Gut, das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, ob man so ein Typ ist oder ob man auch irgendwie Mischtypen sein kann. Das ist also wie bei fast allen diesen Typentests, dass man das in verschiedenen Ausprägungen sozusagen hat und eins aber vorherrschend ist. Sozusagen. Ja, also beim Enneagramm ist es wirklich so, dass du wenn man jetzt bei der Beschreibung durchgeht, man kennt ja von sich irgendwie alles so ein bisschen. Und wenn du ja, genau. Wenn du auf dein Leben zurückguckst, merkst du aber, dass es ein Muster gibt, in das du immer wieder reinrutschst. Also wo du quasi, wenn du, das ist wie so ein blinder Fleck, du merkst es gar nicht. Das gehört so sehr zu dir und das kriegst du auch nicht los.
Also wenn du es loskriegst, dann löst du dich auf, weil du erleuchtet bist, schwebst durch die Gegend wie ein Buddha oder so, weißt du? Also das ist so, und das kriegt dich auch immer subversiver. Also jemand, der keine Fehler machen möchte, also meiner einer, der kann auch hinterher dann hergehen, je mehr Fehler das ich mache, desto perfekter ist doch alles, weißt du? Du kannst dir deine Muster, und schon bist du aber schon wieder von deinem Muster eingefangen. Ja, okay. So geht's allen, ne? Also das ist das Verrückte an der Geschichte. Es kriegt dich immer auf einer neuen Ebene, auf eine neue Art, aber das Muster an sich bleibt. Okay, verflixt. Okay, habe ich verstanden. Es ist ja auch, wenn man, glaube ich, noch tiefer reingeht, wird es ja noch wahnsinnig viel komplizierter und so. Es ist ja jetzt immer noch nur an der Oberfläche beschrieben. Jetzt wäre aber als nächstes trotzdem die Frage, wie kriegt man denn raus, welches das vorherrschende Muster ist? Weil, ne, also in den Beschreibungen, die du jetzt zum Beispiel gerade gegeben hast, hätte ich jetzt gesagt, die 1, ja, die, wo habe ich noch gesagt, irgendwie weiß ich gar nicht mehr, bei der 6 hat es so ein bisschen gezuckt und bei der 7 so ein bisschen, aber dann habe ich gedacht, nö, und ich glaube, bei der 9 auch noch so vielleicht irgendwie. Ne? Also irgendwie so. Ja. Wie finde ich das denn jetzt raus? Wo fange ich an? Gibt es da einen Test oder muss ich lesen oder dein super, das kann man ja bei der Gelegenheit mal sagen, dein super Video, YouTube-Kanal nutzen, um da mich weiter zu informieren. Welche Wege gibt es da? Mhm. Also was ich am meisten gefragt werde, ist, Kirsten, welchen Test kannst du denn empfehlen? Da muss ich gleich dazu sagen, ich persönlich bin überhaupt kein Fan von diesen Tests, weil in den Tests eben das Verhalten abgefragt wird in der Regel. Und es ist immer ein selbsteinschätzender Test. Was unseren Muster aber ausmacht, ist eben meistens genau das, was für uns so normal ist, dass wir das gar nicht richtig wahrnehmen. Das heißt, also man kann, also so Tests kann man mal machen, da kann man googeln, da kann man ausprobieren. Wichtig ist bei solchen Tests, dass man guckt, wie war ich, als ich Anfang 20 war, weil das Alter da am meisten, weil das am meisten ausgeprägt ist. Ah. Also ich weiß es von mir ganz extrem, eben Burnout ist wirklich so ein Cut. Wenn ich überlege, wie ich vorher war, da kann ich echt nur die Augen verdrehen. Wenn ich überlege, wie ich bin, denke ich, okay, du bist ganz verträglich geworden. Also das ist ganz wichtig, wenn man solche Tests macht. Ich empfehle mal irgendwas, wirklich ein Buch herzunehmen oder im Internet mal ein bisschen nachzulesen. Wenn mein Newsletter jetzt so will, wie ich will die nächsten Tage, gibt es bei mir dann auch so ein Download von einer Kurzbeschreibung von Typen. Im Internet findet man ganz viel. Und wenn man dann so eine Grundidee hat, da ist halt dann, also im deutschsprachigen Raum gibt es, glaube ich, nur meine Vergleichsvideos, dass man mal gucken kann, ne? Wo ist jetzt der Unterschied? Wenn ich jetzt mir überlege, ist es mehr die 6, ist es mehr die 1, dann gucke ich mir, kann man sich jetzt wirklich das Video angucken und sich überlegen, ne? Also welches Muster habe ich? Ja, das finde ich sehr wertvoll. Da muss ich mal kurz die Trommel rühren dafür. Darüber kam ich ja auch zu deiner Empfehlung tatsächlich, weil da habe ich gestern auch schon mal so ein bisschen reingeguckt, wenn man dann wirklich schon mal so eben diese einzelnen Typen, und du hast ja wirklich alle, ne? 1 mit 2, 1 mit 3, 1 mit 4 und so weiter, irgendwie kann man sich da mal so, und dann kriegt man jedes Mal ja noch ein bisschen mehr auch von dem Typen an sich mit. Und das ist wirklich einzigartig, soweit ich das jetzt auch weiß. Und auf jeden Fall ein sehr wertvoller Quell, den wir auf jeden Fall auch in den Shownotes noch gerne verlinken dann. Ja, danke. Wo man es auch gut hernehmen kann, weil es wird dann interessant, ne? Was ist mein Partner vielleicht? Ne? Und wo sind unsere Konflikte? Da kann man die Videos auch gut für hernehmen. Sie ist zwar als Vergleich gedacht, aber kriegst dann immer mit, ne, was hat, wenn ich jetzt wegen mir 1 und 6 vergleiche, Partner ist die 6, ich bin die 1, dann kriegt man in den Vergleichen auch ganz gut mit, ne? Wo könnten wir vielleicht aneinander vorbeireden, obwohl wir das Gefühl haben, wir reden von der gleichen. Ah, spannend, ja, super. Sehr, das habe ich auch noch gar nicht so weit gedacht. Einmal noch kurz zurück zu diesem Test und so, also es ist eigentlich immer so, dass es am Ende eine Selbsteinschätzung bleibt, oder? So. Es gibt auch die Möglichkeit, also das mache ich zum Beispiel auch, sich typisieren zu lassen. Also das gibt, dass jemand, der sich damit auskennt, eben von außen drauf guckt und befragt, weil gerade wenn man schon so verstrickt ist, wenn man sich mit dem Enneagramm ein bisschen beschäftigt hat und im Zweifel ist, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen oft nicht. Und dann kann es richtig helfen, wenn man von außen drauf guckt, wirklich den richtigen Typen rauszufinden. Wobei das immer ein gemeinsames Erforschen ist, quasi angeleitet. Aber ich gehe nie her und sage zu jemandem, du bist Typ so und so. Ja. Weil ich es ganz wichtig finde, dass es jemand selber rausfindet. Ich selbst bin mit der 5 gestartet.
und bin bei der Eins gelandet. Und das war für mich ein ganz wichtiger Weg, obwohl es am Anfang nicht richtig war. Ich habe trotzdem ganz viel daraus gelernt. Und könnte es jetzt sein, wenn du jetzt nochmal irgendwelche Entwicklungsschritte machst und irgendwie so rein theoretisch, also keine Ahnung, dass du dann irgendwie, wenn du 70 bist, nochmal weiter reingehst und sagst, nee, eigentlich bin ich doch die 9. Natürlich ist das möglich. Ja, Natürlich, okay. Ja. ja, das erfordert dann hinterher zwar einen ganz schön den Stolz zu überwinden, zu sagen, ich bin die ganze Zeit falsch gelaufen. Das war bei mir mit der 5 genauso so. Ich habe einen Fehler gemacht, geht ja gar nicht. Also nein, dann bist du doch die Eins. Alles klar. Ja, okay. Also verstehe. Also man kann sozusagen, also man ist auf jeden Fall immer ein Muss, aber es ist vielleicht manchmal ein bisschen herausfordernder, das wirklich so. Aber es gibt wahrscheinlich auch welche, bei denen ist es glasklar, so, Ja, oder? ja, Schätze ich ja, mal. ja, 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 ja. genau. Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie arbeitest du denn damit? Also du hast gerade gesagt, du hilfst bei den Typisierungen und was dann noch? Also wenn man jetzt mit dir als Enneagramm, wie nennst du dich, Coach irgendwie auch, ne? Zusammenarbeitet, was kriegt man dann? Zum einen gebe ich halt Kurse. Also das sind so aktuell laufen halt Einführungskurse. Das wird, ich bin gerade noch auch im Aufbau. Ne? Also da kommt auch noch eine ganze Menge hinterher. Ich mache einmal im Jahr die Reise durchs Enneagramm in 9 Wochen, wo man die Typen halt wirklich richtig, richtig gut kennenlernen kann. Jetzt weiß Die ich nicht, startet jetzt auch irgendwie im Februar, ne? Glaube ich weiß nicht, wenn der Podcast veröffentlicht, am 13. Februar geht es los. So ich. bis Ende Januar gibt es noch Frühbucherrabatt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt dann noch passt. Wo wir wirklich tief einsteigen, aber auf eine spielerische Art und Weise, ne? Wo es wirklich darum geht, auch mal Geschichten dazu zu hören, dass man sich wirklich vorstellen kann, wie so ein Typ die Welt erlebt. Ich werde dann eben demnächst auch noch, auch, ja, es kommen halt, sind so Einführungskurse halt, ne? Und im Coaching ist es hauptsächlich so, dass Menschen, die sich mit dem Enneagramm befassen und merken, zum einen, wenn es um Beziehungen geht, zum anderen, wenn es um auch um die Spiritualität geht, die merken, was für eine Tiefe, gemerkt haben, was für eine Tiefe drin steht, um wirklich zu gucken, ich schaue mir jetzt meine Beziehungen mal näher an oder irgendwelche Probleme, die meistens hat man ja so Probleme im Leben, die sich immer wiederholen. Es sind so Schleifen, die man immer wieder dreht, was auch immer es ist, ne? In der Beziehung immer wieder den gleichen Satz, den man hört, auch wenn man sich noch so sehr anstrengt. Oder das gleiche Gefühl in das, oder die gleiche Ohnmacht oder die gleichen Zweifel, in die man immer wieder fällt. Das kann ganz viel, also da kann das Enneagramm unheimlich weiterhelfen. Das sind so Sachen, mit denen ich halt dann auch, oder also wo man ganz viel Kraft lässt, auch bezüglich Burnout zum Beispiel. Ne? Ja. Schleifen, die kosten ja Kraft, wenn man immer wieder die gleiche Schleife dreht, kann man ein bisschen abkürzen. Und das ist das dann, wo ich dann ins Spiel komme. Super, ja. Und jetzt haben wir ja, ne, Mamas als Hörerinnen hier. Wie kann denn das Enneagramm so das Familienleben gesamt und die Beziehung zu den Kindern verbessern oder gestalten? Ich weiß gar nicht, wie du es sagen würdest. Da muss ich mit meinem Zeigefinger da sein, als allererstes kommen. Ich finde es ganz wichtig, dass man nicht anfängt, Kinder zu typisieren, weil wenn du einen Zweijährigen typisierst, wirst du den sofort als 8 sehen, weil er ständig sagt so bop, bop, und lospoltert. Und wenn der hinterher mal anders ist, dann fragst du dich, warum ist der jetzt aus seiner 8 raus? Ich finde es ganz wichtig, Kinder sich entwickeln zu lassen als Kind und als Persönlichkeit und die nicht an denen schon anzufangen, rumzudoktern oder so. Wenn man in Beziehungen, egal zu Kindern, zu Partnern, zu Freunden, wie auch immer geht, wirklich immer erstmal bei sich anfangen und zu gucken, wo habe ich meinen blinden Fleck? Warum sehe ich bestimmte Situationen vielleicht ganz anders als jemand anders? Und wenn man das, also was für mich so eine Riesenerleichterung war mit dem Enneagramm, ich habe irgendwann gemerkt, die Menschen wollen mir gar nichts. Die sehen die Welt nur ganz anders als ich. Ich habe, und das, so geht es vielen auch von meinen Klienten, die das Gefühl haben, sie werden persönlich angegriffen, wenn jemand sich anders benimmt, als sie es erwarten würden. Durch das Enneagramm kriegt man dadurch, dass es in Anführungszeichen nur 9 Typen sind, ziemlich deutlich vor Augen geführt, wie unterschiedlich wir Menschen die Welt sehen. Und dass, wenn jemand anders sich ganz anders verhält, als wir das gerne hätten,
und manchmal die anderen auch gar nicht begreifen, warum einem das nicht gefällt, dass das nicht persönlich gemeint ist, dass, und dass jeder Mensch so seine eigenen Herausforderungen hat. Also jeder hat ein anderes, und wenn ich von anderen Mustern höre, musste ich halt doch nur festlegen, das ist so total easy. Eine 6, die sich festlegen soll, die sagt, oh, was, ich hätte total gerne Perfektionismus, das kriege ich hin, weißt du? Um zu sehen, dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat. Und das ist, das bringt ganz viel Frieden in jede Beziehung rein, zu merken, es gibt so dieses unschuldige Etwas in uns, das einfach nur ganz, ganz viel Leben mitnehmen will. Wir haben halt nur eben diesen komischen Filter mitgekriegt, und dadurch wird halt haben wir den Fokus halt auf eine bestimmte Ecke. Und das kann sich total schön ergänzen. Also die Welt wäre langweilig, wenn wir alle den gleichen hätten. Mhm. Und das finde ich das größte Geschenk daran. Egal, ob es mit Kindern oder mit Partnern eben ist. Ne? Das kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass es einfach, ne, nicht nur unbedingt hilft, sich selbst zu verstehen, sondern eben dieses ganze Außen in dieser ganzen Vielfältigkeit auch wahrzunehmen und zu verstehen und zu sagen, auch zu verstehen, dass halt jeder seine Herangehensweise, seine Sicht, seine Wahrheit letztendlich, sage ich auch immer, ne, es gibt nie eine Wahrheit, sondern in dem Fall, ne, wenn man es jetzt dem Enneagramm zurechnet, gibt es mindestens 9. Aber wahrscheinlich gibt es in der ganzen Welt noch viel mehr so. Ne? Und danke, dass du das sagst, weil ich finde, das ist gerade in diesen Zeiten, ja, ich finde es ja immer schon komisch, von diesen Zeiten zu sprechen, aber ich meine, wie soll man es sonst nennen, ist es ja so außer Acht gelassen worden, und diese ganzen, ne, was es da für Diskussionen und Spaltungen gibt und so, das ist ja wirklich so schlimm. Und ne, wenn man dieses Verständnis von dem Enneagramm begreift, so begreife ich es jetzt gerade, hilft es eben auch, das Miteinander der Welt irgendwie besser zu verstehen. Ja, ja, ja. Entschuldigung, jetzt muss ich ein bisschen pathetisch werden. Aber das hat mich gerade so... Schön! Ja, schön. Es ist wirklich so. Es macht das Leben echt viel reichhaltiger. Man kann, also ja. Es hat auch viel damit zu tun, das Leben in einer ganz anderen Tiefe genießen zu können irgendwann. Ja. So schön, echt. Muss ich mich doch noch näher damit befassen. Ich sehe das schon. magst du aber vielleicht noch mal so auch aus deiner Erfahrung, du hast ja nun dann irgendwie echt eine interessante Familiengeschichte dann gehabt, auch ne, nach dem Burnout, und dann kam das Enneagramm. Wie hast du das denn oder wie lebst du es jetzt auch noch vielleicht als Mutter wirklich so im Alltag? Ja, also Mutter mit 22 und 24. Ja, aber du hast ja, seit wann ist das Enneagramm jetzt in deinem Leben? 13, 14, ne? Also so 10 Jahre ungefähr. Also war es ja schon die Pubertät zumindest davon noch. Ja, genau, es war die Pubertät, und da habe ich, also mir hat das schon, auch klar, ich habe dann ziemlich schnell auch rausgefunden, meine Kids waren alt genug, ne, da wo sie mit ihren Phasen anfangen, ich möchte sie jetzt in Schutz nehmen, möchte ihre Typen nicht. auch da hat es mich ganz viel in Frieden damit gebracht. Ja. Also ich so als der Mensch, der das alles fixen will und will, dass die Kinder das Kinder richtig werden quasi, ne? Einmal mit mir selbst dann auch viel heißt es, ja, gelassener umzugehen, ne? Zu sehen, hey, guck mal, wie blöd bist du jetzt eigentlich gerade, was auch schon wieder Sprache meines Musters ist, aber du musst da nichts fixen, deine Kinder sind perfekt, so wie sie sind, mit all ihren Macken und mit all ihren Schwächen. Und wenn dann jeder in seinem Muster drin war, dass ich dann auch gut durchatmen konnte. Mhm. Ne? Also da eben, also das macht schon ganz viel, wenn unser Verstand weiß, dass was da jetzt passiert, gehört dazu. Mhm. Auch wenn es gerade unangenehm ist, dann können wir ganz anders, also damit habe ich ganz anders gelernt, stehen zu bleiben und wirklich zu atmen und nicht irgendwie was verändern zu wollen, sondern wirklich Füße auf dem Boden spüren und zu atmen und zu sagen, das ist jetzt sattes Leben, was da passiert, weißt du? Ne? Und nicht, um mich nicht wegzubinden. Also klar, ein Teil von mir immer will das dann weghaben. Ne? Das ist natürlich nicht schön, ja. Und es gehört anders und so. Und gleichzeitig aber auch zu merken, das ist Leben. Oh, also das gehört jetzt dazu. Darum sind wir hier irgendwie inkarniert. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ja, das ist doch die große Frage. Ja. Super. Ja, schön.
sehr und so wichtig auch, ne, das zu verstehen irgendwie. Und hast du das, als es so in dein Leben kam und deine Kinder dann ja schon auch bewusst genug waren, dass man irgendwie mit ihnen so umgehen kann, wann hast du ihnen erzählt, dass es das gibt, dass du dich damit befasst, dass du da auf deinem Weg bist damit? Also meine Kids, die wissen, dass ich damit auf dem Weg bin, die kriegen das auch mit. Sie haben bis heute von sich aus das Interesse nicht gehabt. Also sie wissen es, ich habe es immer wieder versucht anzudeuten. Aber ich bin nie hergegangen und habe gesagt, so, okay, Kinder, ihr müsst euch das jetzt angucken. Ne? So, sondern das ist, die sind ja auch mittlerweile erwachsen genug. Das heißt, wenn sie da Interesse hätten, würden sie sich melden. Das ist was ich für mich eben wichtig finde, genauso wie man jemanden einen Typen nicht aufdrücken soll, direkt zu sagen, Enneagramm, und du musst dir das angucken, du musst. Und das ist das Allerwichtigste der Welt. Ich finde es schon. Nur es bringt niemandem was, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt eben aufdrücken, dann ist das wieder ein Teil meines Musters. Ja, ja. Und dann ist das wieder dran zu hinterfragen, warum tue ich das jetzt? Ne? Ja, ja. Okay, spannend. Das heißt, du hast es halt so für dich, wie du es eben halt so schön beschrieben hast, angewendet im Alltag, um Situationen für dich im Bewusstsein. Das ist ja mein Untertitel des Podcasts, Bewusstsein mit Kindern. Deswegen passt es da eben auch so gut dazu, dass man da einfach sagt, okay, das ist jetzt mein Muster. Das heißt, ich kann die Situation auch anders sehen, kann es irgendwie, ne, die Brille vielleicht mal abnehmen und mal neutraler drauf gucken oder so. So verstehe ich das jetzt. Genau. Also wenn du mit dir selber mehr ins Rein kommst und mit dir selber dich mit deinem Muster beschäftigst, dann das ist quasi wie Osmose, das breitet sich auf dein Umfeld aus. Da brauchst du gar nicht irgendwie missionieren gehen und sagen, guck mal hier, ihr müsst jetzt auch unbedingt wissen. Ja, schön. Sondern das ist halt, wenn du dich veränderst, dann verändert sich das System ja auch mit dir mit. Ne? Und das ist das, was ich am wichtigsten finde in der Geschichte, dass man einfach erstmal vor der eigenen Haustür kehrt und dann mal guckt, was passiert denn, wenn ich es wirklich für mich erstmal hernehme. Absolut. Das ist ja eins meiner großen vier Grundsätze. Du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern. Und das kannst du nur verändern, wenn du dir dessen bewusst bist. So, ne? Wie verhalte ich mich denn eigentlich? Ne? Oder so jetzt in dem Fall mehr so, wie sehe ich denn die Welt? Ne? Was sind das für Muster, die mich immer wieder zu den gleichen Reaktionen bringen, gleichen Wahrnehmungen bringen und so. Also super, super spannend und also wirklich für dann sozusagen ja auch Mamas mit Kindern jeglichen Alters irgendwie geeignet, weil es halt immer bei den Mamas selbst einsetzt, bei den Müttern. Mhm. Ja, angefangen eben selbst mit den rauszufinden, wo lasse ich meine Kraft? Das ist ja oft das Thema bei uns Müttern, ne? dass wir ganz viel Kraft und Energie irgendwo lassen und wir kriegen gar nicht so richtig mit, wo lassen wir die? Ne? Am Ende des Tages sind wir fertig mit der Welt und wir wissen gar nicht richtig, warum. Und eben, was auch teilweise zusammenhängt, eben auch in Beziehungen, dass man da eben halt besser miteinander klarkommt. Das sind so die beiden Punkte. Ja, sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Wir sind ja schon wieder irgendwie hier, glaube ich, über eine Stunde. Das fliegt immer so schnell. Also wirklich großartig. Wir werden auf jeden Fall deine Website auch in den Shownotes verlinken. Da gibt es dann auch den Hinweis auf diese Reise in die, wie heißt das? Diese Reise durchs Enneagramm in Wochen, genau. Genau. Was jetzt so das so wahrscheinlich ein ganz guter Einstieg ist, wenn man das Gefühl hat, so das spricht mich jetzt irgendwie. Ja, genau. Es gibt auch eine eigene Website, das ist www.enneagrammreise.de. Das ist eigentlich ganz einfach. Sehr gut. Dann nehmen wir das auch noch mit auf und ansonsten, wer da mehr wissen will, darf sich da auch gerne vertrauensvoll an dich wenden und gerne kontaktieren. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir nämlich auch schon zu meinen Schlussfragen, die ich ja jedem Interviewgast stelle gerne. Und die erste heißt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Also bei mir ist es wirklich immer so, das ist es nicht nur in deinem Podcast, sondern wenn es um Dankbarkeit geht, bei mir ist es wirklich, das allererste sind meine Kinder. Also da geht nichts drüber. Also, durch meine Kids habe ich erst wirklich richtig gelernt, wie tief ich in der Lage bin zu lieben. Das wäre mir ohne meine Kinder nie möglich gewesen. Und durch die Geburten meiner Kinder eben auch dann wirklich in dieses Vertrauen zu gehen, die Natur und das Leben weiß, was es tut. Mhm. Geburten ist ja so nach dem Motto, ne?
Du, da kannst du ja nichts mehr manipulieren, sondern es macht sich, das gebärt sich ja dann irgendwann von selber. Und das waren für mich so die wirklich, wirklich, wirklich die schönsten Erlebnisse meines Lebens. Also schön in Anführungszeichen, wissen wir alle, ne? Aber das faszinierendste Erlebnis, was ich gehabt habe in meinem Leben. Ne? Mhm. Schön. An zweiter Stelle ist bei mir wirklich der Burnout. Mhm. Das ist so dieses, das kann ich nicht anders sagen. Ich sage mal wieder, ich möchte ihn nicht nochmal haben. Werde ich hoffentlich nicht. Also zumindest nicht mehr in der Form. Und der mich aber wirklich so sehr auf meine, auf quasi auf Null gesetzt hat und mir so viel Tiefe und so viel Farbe in mein Leben gebracht hat, dass es wirklich ist, der war nötig und das Beste, was mir passieren konnte. Toll. Und als drittes ist wirklich, also mittlerweile hätte ich mir nie träumen lassen, ist wirklich, das dritte ist das Leben an sich. Ich habe früher zu diesen Menschen gehört, die echt überlegt haben, was soll ich hier eigentlich? Ne, ist doch alles hier viel zu anstrengend und viel zu doof. Will hier nicht sein. Und ich kriege immer mehr mit, was für ein Geschenk das ist, trotz allem Mist, in dem wir teilweise sitzen. Mm. Ne, so, also dieses, das ist, es hat einen Grund, warum wir hier sind. Und das ist auch für mich so ein also was ich... Natürlich nicht immer. Ich verfluche auch oft die Welt, wo ich immer mehr merke, da sitzt echt ganz viel Dankbarkeit und Liebe, überhaupt dieses Leben leben zu dürfen. Das ist echt schön. Ich glaube, das hat auch noch nie jemand geantwortet und das ist so groß. Vielen Dank. Echt voll schön. Danke dir. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Das ist natürlich durch mich total eingefärbt, trifft. Also für mich ist echt zu sehen, egal wer du bist, egal wo du bist, sieh einfach, wie wundervoll du bist. Also das, dieses, ne, also du bist in diesem Leben geschaffen, genauso wie du bist, und das hat alles seinen Sinn. Und wirklich zu sehen, Leben weiß, was es tut. Also für mich ist es dieses Ding, wer sind wir, dass wir bestimmen, was das Leben wie wir zu sein haben. Ne? Wir sind so gemacht, wie wir sind, und wir können nur wundervoll sein. Ja. So, das müsste man eigentlich irgendwie an die Wände schmieren, dass man es jeden Tag 20 Mal lesen darf. Vielleicht glaubt man irgendwann ja, daran. Ich bin wundervoll. Ja, genau. So schön. Kerstin. Jetzt habe ich es. Susanne, bei dir ist es leichter. Wow, vielen, vielen Dank. Also fand ich jetzt echt super, auch dieser Einblick in die einzelnen Typen, irgendwie knackig, aber man kriegt einen ganz guten Einblick davon mit. Und ich glaube, dass wir sehr gut rübergebracht haben, was das Enneagramm ist und kann und welche Chancen für jeden da drin liegen. Und für alle Hörerinnen, die sich davon irgendwie angesprochen fühlen, schaut euch das an, schaut euch Videos da bei Kirstin im YouTube-Kanal an. Und ja, genau. Ne, also befasst euch damit. Ich werde noch andere Modelle vorstellen, es gibt so viele, aber ich glaube, es gibt für viele so dann das eine, wo es so schnaggelte, wo er sagt, so, das ist, glaube ich, das Modell, an dem ich mich gerne jetzt mal ein bisschen abarbeiten will. So. Dank dir sehr für diese gute Stunde jetzt, und ich möchte es auch hier nochmal sagen, dank dir für deinen Podcast. Also ich habe es ja schon geschrieben, aber ich möchte es hier echt nochmal sagen, weil ich glaube, das ist was, was ich damals echt gebraucht hätte. Also wenn ich zurückblicke, also ne, wenn man auch nur einen Funken von jedem einzelnen Podcast, den du dann machst, mitnimmt und merkt, hey, ich kann mein Leben gestalten, weißt du, und ich suche mir irgendwie was raus, und es gibt noch viel mehr als all das, was ich bis jetzt wahrgenommen habe. Das ist so ein Geschenk an die ganzen Mamas, die da draußen sind. Ich finde das super, super, super toll. Oh, danke schön. Das freut mich sehr, dass du das so wahrnimmst. Und ja, genau, das ist einfach meine Vision und Mission, da einfach Inspiration daraus zu geben und allen Mamas mit Familien zu sagen, ne, finde deinen Weg, aber schau einfach bewusst hin, werde bewusst, und dann kannst du es entscheiden, wie du deinen Weg gehst. Ja. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, und wer weiß, vielleicht machen wir noch irgendwas anderes mal zusammen. Habe ich Lust. Immer gerne. Also erstmal vielen herzlichen Dank und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.